Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Die Sims Suchtis. Ja, und ich wollte euch heute in einem ganz kleinen Tutorial mal zeigen, wie ihr solch eine Badewanne hier bauen könnt, so eine schöne Badewannenecke halt. Und ja, das habe ich schon mal vorbereitet, damit es einfach schneller geht. Und ja, das Problem ist ja, wenn wir das in so einen Eckraum einbauen würden, so dass diese hintere Ecke eben rausrutscht. Und ja, wenn wir das eben weiter nach vorne versetzen, ist dahinter dieser Platz so frei, und selbst wenn wir das eben auch so versuchen, da reinzuschieben, hat man so, ja, ich sag mal, was im Natura dann so Dreckecken wären. Und um die zu verschließen, arbeite ich eben hier mit diesen kleinen Brettern. Die bekommt ihr eben ganz normal über die Oberfläche. Das sind diese. Mit denen mache ich unheimlich viel. Und eine der Sachen ist eben, dass ich damit hier in diesem Badezimmer die Badewanne schön einbauen kann. Ich habe jetzt hier irgendwie ein bisschen blöde Licht. Ich glaube, das muss noch ein bisschen hoch. Also ihr müsst auf jeden Fall hier mit dem Cheat arbeiten. Wir haben jetzt hier echt ganz schlechtes Licht. Können wir das mal anders machen? Da haben wir, ja, das, ich glaube, das ist besser. Das nehmen wir dann auch und das schieben wir dann auch mal nach oben. Und darüber, die überschneiden sich halt immer. Das ist immer das, was man dann eben so ein bisschen sieht, wenn die Sims am Laufen sind. Mal gucken, wie wir das da in etwa stellen, damit wir das anpassen können. Da fangen wir mal hier vorne an. Ich muss noch ein bisschen runter. Das steht hier in der Ecke, das ist gut so. Und das da hinten muss jetzt noch ein bisschen nach oben, aber nicht so weit, weil sonst die Armatur da hinten verschwindet. Ja. Dann ist das jetzt genau richtig. Dann holen wir uns noch ein Brett. Das ist dann da hinten. Und das schieben wir jetzt eben wieder so da hoch, bis die Ecke da eben auch verschwunden ist. Sieht das? Nee, ich glaube, das muss noch ein Tick nach oben. So. Jetzt haben wir so einen ganz minimalen Rand da stehen. Und das ist genau das, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir das eben auch wieder verschieben. Da und da. Genau. Jetzt können wir nochmal außen die Ecken kontrollieren, ob wir da nichts von den Regalbrettern sehen, aber das ist alles weg. Na? Gut, und jetzt könntet ihr praktisch die Deko dann wieder da hinten draufstellen. Eben, das funktioniert auch mit dem Move Objects On Sheet, das dann eben einfach krapschen und nach oben schieben. Normalerweise müsst ihr euch das natürlich raussuchen. Ich nehme das eben jetzt von da drüben. Jetzt haben wir ja hier noch die Ecken. Entweder lasst ihr das so, oder ich bin eben jetzt auf die Idee gekommen, dass ich das auch nochmal mit den Oberflächen machen könnte. Und zwar ist das diese, ja, Ausstelltisch Little Man. Ja, wenn man den verkleinert, finde ich es eigentlich noch besser, dass diese Ecke da zu kaschieren, aber leider rutschen die dann die Deko-Sachen immer, ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, eben auf die Höhe, wo das normalerweise wäre, und das ist eben ein bisschen blöd, und deswegen müssen wir das halt vergrößern, aber das schieben wir dann eben auch wieder da hinten in die Ecke rein, und dann können wir da die Deko draufstellen, das nehmen wir eben auch. Stellen das da hinten rein. Dann machen wir jetzt zweimal Licht und stellen wir einmal das Ding da oben drüber. Ja, das ist dann eben auch wieder. Also kann das mal hier stehen lassen. Krapsch mir das einfach nur. Das ist ja unter den Sachen hier vorne drin.
Das steht dann halt eben da unten, das müsste dann halt hochfahren. Drehen wir es auch. Und eben auch hinten in die Ecken schieben. Ja, und fertig. Setze ich jetzt einfach mal so rüber. Ja, und jetzt habt ihr eine wunderbar schöne Badewanne-Ecke gebaut und eure Sims gehen hier auch ganz problemlos drin baden. Das können wir dann jetzt auch nochmal angucken. So, jetzt könnt ihr eben auch mal ein Turmzimmerchen bauen mit einer solchen Badewanne. Es gibt übrigens schon ein Badezimmer bei mir in der Galerie, das solch eine Badewanne eingebaut habt. Ich denke, diesen Teil werde ich jetzt vielleicht auch nochmal reinsetzen. Ihr müsst danach euer Badezimmer dann eben nochmal angleichen, wenn ihr euren Badezimmerraum fertig habt und dieses da eingebaut habt. Also das da irgendwie reingesetzt habt und das Badezimmer dann ja noch größer sein wird, müsst ihr das eben einfach über den benutzerdefiniertes Zimmer-Tool nochmal bearbeiten, indem ihr das Zimmer dann einmal rundherum abfahrt und dann habt ihr damit auch kein Problem. Ja, das war's dann für heute. Wenn das sinnvoll war für dich oder mal schön zu wissen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, votet mich und ja, ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, müsst ihr mich abonnieren, darüber freue ich mich besonders und ansonsten sage ich Tschüss und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.